Herzlich willkommen zu dem Podium Unbeherrscht Lieben. Mein Name ist Manuela Kuhan und mit mir hier sind Vivian Dittmar, Lan Hornscheid und Tobi Rosbuck. Wir hatten gerade etwas technische Herausforderungen und sind jetzt leider nicht mehr zu einer Check-in-Runde gekommen, wie es mir gefallen hätte. Ich würde sagen, das holen wir dann einfach gleich nach. Dann sind wir halt live. Ist auch in Ordnung. Jetzt erstmal zum Thema von dem heutigen Gespräch. Unbeherrscht lieben. Unsere Vorstellungen von Liebe und Beziehung, Geschlecht und Sexualität, sind ja beeinflusst von unseren heutigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen. Und die sind von Herrschaft geprägt. Diese formen unsere Beziehungsdynamiken. Und tendenziell entfremden sie uns voneinander und verhindern oft echte Nähe und Intimität, auch Verständnis. Und auch unsere Kommunikation, unsere Fähigkeit, Konflikte zu lösen und gute, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, sind alle beeinflusst auch von äußeren Strukturen. Unsere Beziehungsfähigkeit, unsere Vorstellung davon, was Beziehungen sind, sein sollten, wie wir selbst sein sollten, wie andere Menschen sein sollten. Ja, nun ist die Frage, wie können wir unbeherrscht, also herrschaftsfrei, Beziehungen leben und lieben? Wie können sich unsere Liebesfähigkeit, unsere Beziehung miteinander und zur Natur in Zukunft verändern? Und inwiefern wird das wiederum unser wirtschaftliches und ökologisches Handeln verändern? Wie hängt beides zusammen? Das ist ein weites Feld. Da wollen wir heute einige Aspekte beleuchten, mit denen sich Vivian Dittmar, Tobi Rosbuck und Lan Hornscheid beschäftigen. Ich stelle jetzt die drei jetzt erstmal kurz vor. Und dann werden die drei mehr dazu sagen, was sie in Bezug auf das Thema Beziehung und Liebe erforscht haben. Erstmal zu mir. Mein Name ist Manuela Kuha, Pronomen Sie. Mit mir hier sind Vivian Dittmar, auch Pronomen Sie. Sie ist Impulsgeberin für den kulturellen Wandel, Seminarleiterin, Expertin für emotionale Kompetenz. Und begleitet auch Unternehmen zu einer zukunftsfähigen Wirtschaftsweise. Sie hat verschiedene Bücher rund um Gefühle und Intuition, Beziehungen und Sexualität geschrieben. Zum Beispiel Beziehungsweise oder der emotionale Rucksack. Dann Lan Hornscheid, Pronomen Ex oder Lan, forscht, diskutiert und berät zu Themen rund um Kommunikation, Sprache und Gewalt, Machtverhältnisse, Genderthemen und verschiedene Formen von Diskriminierung und Privilegierung. Und Lan hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Zu lieben als politisches Handeln. Kapitalismus und Lieben. Tobi Rosbuck reist viel als Aktivist und freier Dozent und setzt sich für eine Gesellschaft jenseits von Lohnarbeit, Eigentum und Geld ein und begleitet und organisiert Projekte, um Wege in ein neues Miteinander zu gehen. Und von ihm ist zum Beispiel das Buch Afterwork. Jetzt wäre die Zeit für eine ausführlichere Vorstellungsrunde, Check-in-Runde, quasi beides auf einmal. Ich würde vorschlagen, so etwa 2 bis 5 Minuten pro Person. Und ich schlage vor, dass wir mit der Frage beginnen, mit welchen Punkten beschäftigst du dich im Blick auf Beziehungen und Liebe? Was reizt dich an dem Thema? Was hast du für Ressourcen, Möglichkeiten, Methoden gefunden, wie wir Beziehungen reich und authentisch gestalten können? Und ich einlade, wer einen Impuls verspürt, anzufangen. Kann das einfach tun und dann weitergeben. Soll ich anfangen? Gerne. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem tollen Podium und ich bin sehr gespannt, Vivian und Tobi, von euch zu hören und euch kennenzulernen und eure Thesen zu hören. Ich finde es total cool, dass wir uns in diesem virtuellen Raum so treffen, um über Unbeherrscht Lieben zu sprechen. Und ich finde den Titel Unbeherrscht Lieben auch richtig cool. Das wäre auch ein cooler Titel für ein Buch. Auf jeden Fall.
ich finde den ganzen Kongress ganz, ganz toll und finde es richtig, richtig toll und freue mich auch wirklich, dass es so eine Podiumsdiskussion zu dem Thema gibt. Also für mich ist, und jetzt um auf eine deiner vielen Fragen gerade einzugehen, Manuela, für mich ist zu lieben ein ganz, ganz zentraler Aspekt meines Lebens und ich glaube schon immer gewesen in irgendeiner Weise. Also ich kann mich da, also vielleicht schreibe ich mich da jetzt auch schön mit, aber ich kann mich, meine mich daran erinnern zu können, dass ich schon als Kind irgendwie immer nicht verstanden habe, warum ist jetzt Herkunftsfamilie, das habe ich damals natürlich noch nicht Herkunftsfamilie genannt, warum ist Herkunftsfamilie eigentlich so super zentral und warum sind andere Beziehungen nicht so wichtig und meine Herkunftsfamilie war jetzt auch eine sehr stark auf Familie bezogene Familie und es gab wenig andere Kontakte nach außen hin. Habe also da schon, glaube ich, damit angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und dann hat sich dieses Thema, glaube ich, durch mein Leben durchgezogen. Und ich habe zu lieben als politisches Handeln, zeig das mal, ja, habe ich geschrieben, nochmal. Schön bunt, ja. Ja, ich auch ein bisschen das ist ein Wendebuch. Die Rückseite ist Kapitalismus entlieben. Also, weil ich finde, das gehört eben sehr zusammen und du kannst es von der einen oder von der anderen Seite auslesen. Und ich habe das tatsächlich geschrieben, angefangen zu schreiben, gar nicht, weil ich dachte, ich schreibe jetzt ein Buch, sondern eher aus einer Angst vor Verbitterung, wie Strukturen sind und wie stark wir alle in Diskriminierungsstrukturen gefangen sind vielleicht. Und ich das auch in meiner Arbeit, ich habe sehr lang sowohl an der Uni als auch in anderen Formen von politischem Aktivismus eben zu struktureller Diskriminierung gearbeitet und wie stark es dann ganz häufig ein Gegeneinander gegeben hat und wie wenig ein Miteinander und dass ich auch bei mir selbst und bei anderen immer stärker gemerkt habe, es ist immer so eine Gratwanderung zur Verbitterung. Und warum passiert es eigentlich? Und Verbitterung ist für mich sowas wie so ein Abschneiden von Kontakt mit Menschen. Und habe dann dieses Buch erstmal geschrieben, um mich selbst zu verstehen. Und daraus ist dann tatsächlich dieser Ansatz geworden, zu lieben als politisches Handeln. Also ich kann ja vielleicht später nochmal sagen, was ich da alles, auf was für Menschen und was für Strömungen ich mich da alles beziehe dabei. Aber für mich ist zu lieben tatsächlich immer noch, also ich habe ja schon viele Bücher geschrieben, aber meistens waren die dann, wenn ich sie geschrieben habe, dachte ich, ist schon wieder vorbei und es kommt ein neues Thema. Aber zu lieben ist tatsächlich für mich immer noch so ein Dauerbrenner als Thema und kommt mir ganz, ganz grundlegend vor, für wie die Welt sich verändern könnte oder was es für einen anderen Ansatz geben könnte. Dabei ist mir immer total wichtig natürlich, dass es nicht das zu lieben ist, wie es in der Gesellschaft verstanden wird, also entweder als romantische Zweierbeziehung oder als Mutterliebe, sondern dass ich das Gefühl hatte, Lieben ist erstmal ein für mich ganz anderer Zugriff auf Welt gewesen, ein positiver Zugriff auf, ich könnte mich mit mir und mit anderen und allem, was lebendig ist, verbinden, also auch Tiere und Pflanzen, aber auch Steine, also alles, was ich als lebendig erlebe. Und dass das in und durch Kapitalismus reduziert worden ist auf ganz, ganz wenige menschliche Beziehungen, die ganz häufig dann auch noch Gewalt konstituiert sind, also wie in heteronormativen Beziehungskontexten beispielsweise. Ja. Und dass das für mich immer noch ein riesiges Thema ist und ich das auch immer wieder finde in anderen Publikationen oder anderen Kunstformen und mich total freue, dass wir jetzt ein Podium haben, wo es auch ein bisschen darum geht, wie das denn eigentlich weltverändernd sein könnte. So viel erstmal. Ich hoffe, ich bin in Zeit. The question, of course, is how it could help us change the world. Ich höre jetzt die englische Übersetzung. Ich denke, das ist keine Absicht. Ich würde gerne darum bitten, das zu ändern. Dankeschön. Ansonsten gerne weitergehen in die nächste Person. Ich mache gerne weiter. Ich fange mal da an, was mich aktuell an dem Thema sehr beschäftigt. Ich habe seit Jahresbeginn 2 Vorträge gehalten zum Thema Liebe und Beziehung und habe bei beiden Vorträgen die schmerzliche Erfahrung gemacht, und das war rein einfach, was ich im Raum gespürt habe, dass wir kollektiv noch gar nicht bei dem Thema Liebe sind, weil wir noch so beschäftigt sind mit Beziehung und mit allem, was in unseren Beziehungen Liebe verhindert, vielleicht sogar unmöglich macht. Und das ist wie so ein Riesenschuttberg, den wir mitbekommen haben und den gilt es erstmal aufzuräumen. Und
Mein Herz war dann immer ganz wund nach diesen Vorträgen, weil mein Herz sich so danach sehnt, dass wir endlich bei der Liebe sind und uns mit Liebe befassen können. Und ich habe gemerkt, wenn ich wirklich aus der Liebe spreche und über die Liebe spreche, und zwar eben nicht diese, wie Lan das auch gerade gesagt hat, nicht diese Liebe von, diese Kästchenliebe, was wir alles damit meinen, sondern diese Liebe, die wirklich verbindet und diese Liebe, die Gegensätze vereint. Also das ist für mich so ein Kernbegriff von echter Liebesfähigkeit. Dass das reife Herz mit Gegensätzen sein kann und mit der Lücke zwischen den Widersprüchen. Und dadurch diese Widersprüche fruchtbar werden. Und das ist ein Thema, was mich die letzten Jahre immer tiefer beschäftigt, mein eigenes Herz immer weiter zu machen, mich immer tiefer zu verbinden, immer tiefer auch die Strukturen zu sehen, die Liebe verhindern. Und dadurch habe ich Lieben immer mehr als einen revolutionären Akt kennengelernt. Und ich bin gefühlt immer noch ganz am Anfang so, mit diesem weiten Feld. Und ich merke, je mehr ich wirklich auf die Liebe höre und nach der Liebe lebe, desto weiter entferne ich mich von dem noch vorherrschenden Paradigma und seinen Logiken. Was für mich in Bezug auf Beziehungen ganz wichtig war, als es darum ging, Beziehungen in meinem Leben immer mehr zu heilen, und dieser Prozess ist natürlich auch nicht abgeschlossen, weil ich glaube, den können wir nur als Kollektiv abschließen, auch wenn wir uns jeder für sich auf den Weg machen können, war die Entdeckung der positiven Abhängigkeit. Ich habe gemerkt, dass wir als Gesellschaft, als Kultur unheimlich fixiert sind auf Unabhängigkeit und ein sehr pubertäres Bild von Freiheit. Und dass wir im Streben nach dieser Freiheit uns abhängig machen von gigantischen Strukturen, die wir gar nicht überblicken, von ausbeuterischen Strukturen, von Menschen, die wir nie gesehen haben. Und für mich war eine ganz wichtige Erkenntnis, dass eine positive, bewusst gestaltete, selbstgewählte Abhängigkeit von Menschen und anderen Wesen ein viel reiferes Freiheitsverständnis ist und es mir ermöglicht, gesunde Beziehungen zu führen, wo ich mich auf wechselseitige Abhängigkeiten einlasse, wo wir füreinander da sind und füreinander sorgen und schauen eben, dass wenn ich mein Feld bestelle, dass ich das so bestelle, dass im nächsten Jahr ich das auch noch bestellen kann und meine Enkelkinder das noch bestellen können. Und eine Kooperation entsteht zwischen mir und der Karotte und den Mikroben in der Erde und so weiter. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Und das war für mich sehr, sehr heilsam. Und das war für mich auch eine der Kernbotschaften von dem Buch Beziehungsweise, wo ich so plädiert habe für diese positive Abhängigkeit. Das ganz bewusst wieder in unser Leben einzuladen, weil es sonst ein gigantischer Schatten wird. Soweit mal. Ja, Tobi, magst du dich noch vorstellen? Wir hören dich noch nicht. Mikrofon unten links klicken. Natürlich jetzt schade. Was machen wir denn da? Ganz unten auf deinem Bildschirm ist da eine Leiste sein mit einem Mikrofon, einem Telefon und einem Mikro, einem Video. Ich entstummen. Vielleicht kann der Tech-Support dich entstumm schalten. Ja, das ist natürlich jetzt interessant. Während ihr eine Lösung findet. Ja, vielleicht einfach mal kurz zu mir was. Ich habe einiges moderiert, aber noch keine Podiumsdiskussion in diesem Rahmen. Und deswegen fühle ich jetzt durchaus einiges an Schmetterlingen im Bauch. Das ist eine neue Situation für mich und ich freue mich auch schon sehr darauf. Lade einen inspirierenden und kreativen Austausch ein.
rund um unsere utopischen Vorstellungen, rund um Liebe und Beziehungen und jenseits von Macht- und Herrschaftsstrukturen und über mögliche Transformationsschritte dahin. Und ich freue mich insbesondere auch auf die Gelegenheit, uns einfach als Menschen zu begegnen, mit Interesse und Neugier und unsere Individualität wertzuschätzen. Ja, ich denke mal, der Tobi kommt dann gleich wieder. Tja, was machen wir jetzt damit mit dieser Situation? Ich bin gleich wieder drin. Ihr müsstet mich jetzt auf jeden Fall auch hören. Ja, wir hören dich, Tobi. Es war gerade ein technischer Fehler, weil ich euch groß gestellt habe und dann, als ich wieder zurückging, das nicht groß, auf einmal mir ziemlich viel fehlte von der unteren Hälfte. Jetzt müsste es aber wieder klappen. Ja. Möchtest du noch was dazu sagen, was du dich beschäftigst und was dich reizt am Thema Beziehung? Gerne. Auch wenn jetzt mich ein bisschen diese technische Herausforderung wieder ablenkte, merke ich eine unglaubliche Dankbarkeit und auch Berührbarkeit von dem, was ihr beide vorher schon gesagt habt. Irgendwie, ja, schön, dass wir hier zusammenfinden. Und so Liebe als revolutionären Akt hatte ich auch vorhin im Sinn und dachte so, schön, wow, das wird spannend wahrscheinlich, dass wir hier zusammenkommen und mal schauen, wo wir den Prozess lang gehen. Ein bisschen Fragen voranschreiten, mit den Zapatistas gesprochen, suchen, sich auf den Weg machen. Vielleicht die Frage beantwortet, wie ich zu dem Thema kam, ist kurz und knapp vielleicht eine doch persönliche Geschichte ganz spannend. Und zwar bin ich geboren damals im Grunde mit einer großen Herausforderung, einem kiloschweren Tumor. Und die leibliche, biologische Mutter hat gesagt, das schaffe ich nicht. Das wird mir zu viel. Muss ich entbinden, aber dann auch sofort abgeben. Und während ich dann schon im Spezialklinikum behandelt wurde, stundenlang, wurde im Grunde meine Mama und mein Papa von vom Jugendamt angerufen und gesagt, hier ist so ein kleines Würmchen, das braucht Unterstützung, das braucht Hilfe. Und dann kamen sie dahin und irgendwann kam ich dann auch aus dem OP raus und sie sahen mich so an und merkten so, da ist nicht alles da, wo es hingehört und naja, aber es lächelt, das nehmen wir. Und für mich ist das so eine rückblickend auf jeden Fall grundlegende Erfahrung gewesen, wo ich gemerkt habe, wow, da sind Menschen, die sich ökonomisch betrachtet, eigentlich, glaube ich, unglaublich viel Aufgaben und Stress aufbürden sozusagen, in denen sich dieser Person jetzt annehmen und sagen, darum kümmern wir uns. Na klar, das braucht jetzt Hilfe und wir sind gerade da, warum denn nicht? Für mich das irgendwie rückblickend so ein unglaubliches Geschenk ist. Auch dieses utopische Moment zu merken, ja, wir haben uns eben, um uns zu kümmern, jenseits von irgendwelchen, wie auch immer, Konstrukten, sondern da braucht es das gerade und also los. Unbeherrscht lieben, also im Grunde auch dieser Punkt von, weil ich ja auch sehr viel mich eben versuche auseinanderzusetzen mit den Themen, so wie können wir eine Gesellschaft gestalten, jenseits dieser gesellschaftlichen Konstrukte, wie Arbeit, also Lohnarbeit, Eigentum und Geld, zu merken, was macht es in Beziehungen, was macht das? Also im Grunde, dass immer wieder so eine kapitalistische Wertungslogik auch drinsteckt in Beziehungen, wenn wir uns begegnen, meistens gar nicht richtig authentisch, wenn wir kurz über das Thema Arbeit uns angucken, da so ein großer Kritikpunkt sein kann aus meiner Perspektive, dass es meistens so rationale Scheinbeziehungen sind, mit denen wir ja ziemlich viel Zeit auch verbringen, indem wir eben als ArbeitnehmerInnen gehorsam dem Arbeitsvertrag der ChefIn sozusagen vorauseilend das tun, was darin dargelegt ist sozusagen, was meine Aufgabe ist, dann meinen ArbeitskollegInnen im Grunde, ja, jetzt nicht in so einer emotionalen Resonanzbeziehung, wie ich sie vielleicht dem entgegenstellen würde, einer rationalen Scheinbeziehung, einer emotionalen Resonanzbeziehung, die Möglichkeit überhaupt habe, die Zeit habe, zu gucken, was braucht es eigentlich gerade? Was ist da eigentlich gerade bei und zwischen uns? Das ist ein ganz spannender Punkt, mit dem ich mich viel auseinandersetze, eben, wie können wir versuchen, Strukturen zu schaffen, uns organisieren und Räume zu gestalten, in denen freie Menschen in freien Vereinbarungen möglichst authentisch sich eben begegnen können, jenseits der Herrschaftslogik unterliegenden Problematiken, die alles das aufbringt, wenn wir eben mit Eigentum, Arbeit, Geld und auch die Tauschlogik übrigens uns organisieren. Das ist so vielleicht mein Impuls, den ich hier heute ein bisschen reingeben darf
und mal schaue, wo es sozusagen lang geht am Ende. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. So viel vielleicht erstmal zu mir und jetzt lasse ich diesen Vollscreen-Modus nicht, sondern behalte euch so im Blick, dann kann ich auch wirklich. Okay. Ja, danke schön. Mir ist schon ganz viele spannende Stichworte gefallen. Also die heutige Kästchenliebe, ein schönes Wort, Liebe als revolutionären Akt, positive Abhängigkeit. Ja, freie Menschen in freien Vereinbarungen. Ich hoffe, dass wir auf diese und andere Themen noch eingehen können. Ja, die zweite Frage, die ich jetzt aufgeschrieben hatte, das habt ihr schon zum Teil beantwortet. Aber vielleicht können wir das nochmal kurz was fokussieren. Und in dieser zweiten Runde würde ich jetzt auch schon die ersten Fragen in den YouTube-Chat einladen. Das ist auch herzlich willkommen an alle ZuschauerInnen, falls ich das vorhin vergessen habe zu sagen. So, ich würde jetzt erstmal eine Runde einladen zu der Frage, die ich gleich stelle, und dann das so ein fließendes Gespräch übergeleiten lassen. Also, welche Knackpunkte siehst du, an denen heutige Beziehungen und Liebe scheitern? Und was hat das mit heutigen Machtstrukturen in Politik und Wirtschaft zu tun? Vielleicht kann man da auch schon drauf eingehen, inwiefern dann Liebe etwas Revolutionäres sein kann. Okay. Dann würde ich jetzt, wie gesagt, erstmal eine Runde einladen und dann ein Gespräch. Ich kann gerne mal anfangen. In meiner Wahrnehmung scheitern sogenannte Liebesbeziehungen oder auch andere Beziehungen sehr häufig an einem Mangel an Liebe. Und das hat für mich ganz direkt mit unserem noch dominanten Paradigma zu tun, wo uns sehr oft indirekt von klein auf beigebracht wird, dass Liebe etwas Unvernünftiges ist, mit dem wir sehr vorsichtig sein müssen, mit dem wir knausrig sein müssen, wir genau aufpassen müssen, wem wir das zuteil werden lassen. Und wer rein aus seinem Herzen entscheidet und handelt, nach dem, was das Herz hier diktiert, wird in der Regel als naiv, weltfremd, dumm belächelt. Oh, da tut mein Herz jedes Mal weh, wenn ich mir das bewusst mache. Und ich weiß, dass es in meinem Leben ein langer Weg war, und immer noch ist, mich davon immer mehr zu befreien und mir das zu erlauben, auf mein Herz zu hören. Wenn zum Beispiel jemand einen Bedarf hat, mich hat deine Geschichte so berührt, Tobi, genau dieser natürliche Impuls, da braucht jemand Hilfe und ich habe gerade das, was dieser Mensch braucht. Ich habe gerade die Möglichkeit, ihr das zu geben. Und genau dieser Impuls, dieser natürliche Impuls wird immer wieder unterdrückt, weil wir lernen, möglichst viel für uns selbst zu behalten. Also das ist ja so dieses Bild vom Homo economicus, der kein Herz hat, immer streng rational nach dem eigenen Vorteil handelt. Und der ist clever, der ist smart und der bringt es richtig weit. Der ist richtig klug und der bekommt auch ganz viel Bewunderung und Anerkennung. Und das ist ja viel, viel wichtiger. Oder wir verwechseln das mit Liebe. Und ein sehr gut gehütetes Geheimnis in unserer Kultur über die Liebe ist, gut, wir finden sie so in den religiösen Schriften, aber jetzt, wenn wir so den Mainstream anschauen, ist eben, dass ja die Liebe vor allem etwas ist, was sich verschenken möchte, was sich verströmen möchte und dass Tobis Eltern natürlich, dadurch, dass sie ihrem Herzen gefolgt sind, sicher zu sehr reichen Menschen wurden oder es schon waren und sich sehr beschenkt haben durch diese Entscheidung. Es ist ja nur auf einer ganz bestimmten Ebene, dass wir sagen können, sie haben Tobi beschenkt. Und auf einer tieferen Ebene war es einfach das Leben, das sich um das Leben kümmert, was ein ganz natürlicher Vorgang ist. Und sie haben sich selbst beschenkt, weil sie ihrem Herzen gefolgt sind, statt einem ökonomischen Imperativ. Ja, das ist das, was mich zu dem Thema bewegt oder was ich dazu beobachte.
Und das zieht sich durch alle Beziehungen, nicht nur durch Liebesbeziehungen, das zieht sich natürlich genauso durch Arbeitsbeziehungen und durchdringt unsere Beziehungen. Und es braucht richtig das ist eben der revolutionäre Akt oder sogar der subversive Akt, jeder Moment, wo wir eben auf das Herz hören und nicht auf diese für mich schon perverse Logik des Homo economicus. Ja, jeder Mann möchte eine von euch, manche von euch weitermachen. Ja, für mich, also zwei Sachen würde ich jetzt gerne sagen an dem Punkt. Das eine ist, für mich, also unsere Gesellschaft ist für mich sehr, sehr stark durch Diskriminierungsstrukturen geprägt und konstituiert. Ob die jetzt eine Folge von Kapitalismus sind oder Kapitalismus eine Folge davon, keine Ahnung, da kann ich mir das eine oder das andere vorstellen. Und ein wichtiger Punkt in meinem eigenen Prozess ist es gewesen, zu verstehen, wie ich selbst diese Diskriminierungsstrukturen verinnerlicht habe. Sowohl in Bezug auf, wenn ich diskriminiert werde, also ich verstehe mich ja als genderfrei und das ist ja in der Gesellschaft jetzt nicht so gängig, sondern die meisten Personen verstehen sich als Frau oder Mann und werden auch so angesprochen. Oder auch in Bezug auf wenn meine Privilegierung, dass ich mich als normal verstehe. In Bezug auf Diskriminierung führt das ganz häufig dazu, und das kenne ich bei ganz, ganz vielen Menschen, die durch verschiedene Diskriminierungsstrukturen diskriminiert werden, ob es jetzt Rassismus ist oder behindert werden oder Genderismus, also in Bezug auf Gender, dass sie diese Diskriminierung verinnerlicht haben. Und das führt häufig zu einem Selbsthass oder zu einem, ich bin nicht okay, ich bin zu emotional, ich bin zu aggressiv, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht leistungsfähig genug, also was auch immer. Also es ist immer dieses nicht genug zu sein, immer vor einer anderen Norm gesprochen. Das heißt, Diskriminierungen, also weil die Frage war ja ein bisschen, was hat das mit Wirtschafts- und Machtstrukturen zu tun? Ich glaube, lieben, und ich benutze eher das Verb und nicht das Substantiv, weil für mich das immer eine Handlung ist und nicht etwas, was irgendwie da ist, weil es hat dann auch immer dieses Kästchen, diesen Kästchencharakter oder diesen Paketcharakter ganz schnell, dass Lieben eine Handlung ist, die eigentlich in dieser Gesellschaft gar nicht sein soll, weil wenn wir in dieser kapitalistischen Logik sind, sollen wir die ganze Zeit aus so einem Defizit heraus sein und handeln und immer das Gefühl haben, oh, wir kriegen nicht genug. Also es ist auch immer was nach außen gegeben ist, so ein bisschen. Oder wie du gerade gesagt hast, Vivian, was eben nicht als positiv gewertschätzt wird, wenn wir es geben. Oder es ist immer in so einer Tauschlogik drin, auf jeden Fall. Aber es ist nichts, was wir als Handlung aus uns selber heraus mit, und das wäre für mich der erste wichtige Aspekt von Lieben, ist, uns erstmal selber zu lieben. Und das heißt nicht, uns super, super toll zu finden und zu denken, wir machen alles richtig. Aber erstmal das Gefühl zu haben, wir sind total okay und wir dürfen sein und wir sind zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort eben. Und uns erstmal mit uns verbinden zu können, um von da aus dann auch eine Verbindung mit anderen Lebendigen haben zu können. Ob es jetzt Menschen sind oder ob es Natur ist, Tiere sind oder ob es ein Gebirge ist oder ein Fluss ist. Also wieder eine Verbindung spüren zu können. Und das ist für mich letztendlich alles Teil von diesem Selbstleben, die Verbindung, die ich mit allem anderen Lebendigen habe, spüren zu können. Im Kapitalismus sind diese Verbindungen ja total gekappt, damit wir eben beispielsweise Natur ausbeuten und gar nicht diese positiven Verbindungen haben können. Wir sind ein Teil davon. Wir stehen als Menschen nicht darüber, also wie es in Begriffen wie Umweltschutz zum Beispiel deutlich wird, wo wir immer das Gefühl haben, wir stehen über der Natur und wir schützen jetzt ein bisschen was oder Tierschutz oder was auch immer. Ja? Oder eben sogar in solchen krassen Metaphern wie Raubtierkapitalismus, wo auf einmal Kapitalismus zu was Tierischem gemacht wird und wir nicht sehen, dass das wir Menschen sind, die das eben machen, und sondern das dann eben auch wieder so abgeben an, das ist was Wildes, was Ungebändigtes eben so, ja. Das heißt, Knackpunkte für mich, und ich würde das, für mich ist es total wichtig, das nicht auf Menschen nur zu beziehen, und nochmal sehr viel wichtiger ist, nicht nur auf sogenannte Paarbeziehungen zu beziehen, weil das ist für mich bereits eines der ganz großen
Reduzierungen von Lieben als einem politischen Handeln, dass wir nur noch auf einzelne Personen bezogen sind, die entweder aus unserer Herkunftsfamilie sind oder mit denen wir eine Paarbeziehung eingegangen sind, und maximal dann haben wir Polybeziehungen, aber weiter geht es dann eben nicht, wodurch wir uns auch total reduzieren in unserem Verbundensein mit anderen. Ganz häufig ist ja auch in diesen Liebesbeziehungen dann die Idee von, ah, bei der Person kann ich wirklich sein, die kann mich auffangen oder was auch immer. Das heißt, die Person kriegt auch die ganze Zeit den Auftrag, ich liebe mich damit nicht, weil ich bin ja auch ein bisschen schwierig. Das muss dann die andere Person für mich machen. Und wo ich glaube, wenn wir mit uns mit mehr Selbstlieben begegnen würden, dann muss auch keine andere Person für uns Lücken füllen oder uns auffangen oder irgendwas anderes machen, sondern dann könnten wir uns einfach mit anderen Personen verbinden, ohne in so eine Wechselseitigkeit von ich brauche dich, weil nur mit dir bin ich sicher und dir gebe ich dafür den Haushalt oder was auch immer, ganz egal, ja, sondern dass wir nur dadurch auch in uns selber ruhen könnten und anderen begegnen könnten, also Bäumen oder Menschen oder Wetter oder was auch immer, weil wir uns als Teil davon verstehen. Ich weiß nicht, ich finde das total schwer auszudrücken. Ich weiß nicht, ob wir damit was anfangen können. Aber für mich ist es so krass. Ich finde es auch so spannend, dass mir in dieser Sprache auch ganz viel die Worte dafür fehlen, weil wir ja sehr stark so eine Substantivsprache haben und Liebe so ganz klar auf Liebesbeziehungen begrenzt ist und nicht als eine Handlung verstanden wird. Aber mein Fühlen, also ich mache sehr viel Qigong und da spüre ich das sehr deutlich für mich zum Beispiel. Mein Fühlen ist ganz stark dessen einer Verbundenheit, eines Mich-Verbindens und dieses Verbinden zuzulassen. Und das heißt auch unter anderem, und das finde ich auch sehr, sehr liebevoll, auch Schmerz zuzulassen, Trauer und Schmerz zuzulassen und da nicht immer drüber hinwegzugehen beispielsweise. Ja, wow, da ist ganz viel drin, wo ich auch ganz viele Impulse bekomme, vielleicht nur ein paar, die eher ergänzend vielleicht wirken mögen oder so. Also zum einen, glaube ich, ist ein großer Knackpunkt auch dieses Freiheitsverständnis, was wir haben. Wir sind irgendwie unabhängig von allen, also Beziehungen gar nicht mehr zulassen, weil sobald ich Geld in den Händen habe, mir die gesamte Welt verfügbar machen kann. Das ist ganz spannend. Also ich habe auf jeden Fall Zugang auf einmal zu allem. Nicht lebendigen vielleicht unbedingt, aber zu jeder Ware, die auf dem Markt verhökert wird. Und damit glaubte ich, ich wäre unabhängig. Heutzutage kann ich mir über Amazon Prime per Drohne sozusagen innerhalb von 2 Stunden alles sozusagen hierher liefern lassen. Oder das auf jeden Fall die technophile Utopie oder Dystopie vieler Menschen, die denken, ja, das wäre doch schön so, angeblich unabhängig zu sein. Und das ist Quatsch. Wir sind als Menschen soziale Gemeinwesen, die nur in Kooperation anstatt in Konkurrenz können. Das finde ich auch so einen ganz wichtigen Punkt, eben dieses Anerkennen, dass wir eben abhängig sind. Das ist doch wunderbar. Ich will gar nicht auf meiner einsamen Insel ganz alleine sein und dann irgendwie es schaffen, sondern doch eben diese freien Menschen in freien Vereinbarungen nach Bedürfnissen und Fähigkeiten sich organisieren. Das ist so ein, wie ich finde, ganz wichtiger Punkt, ist dieses, aus meiner Wahrnehmung, falsche Verständnis von Freiheit, was vollkommen verantwortungslos dann einfach genutzt wird, zu sagen, ja, ich bin frei, weil ich hatte einfach krasse Privilegien, überhaupt erst an dieser Stelle zu sein, die mir diese Freiheit ermöglicht. Also auch das sich deutlich zu machen. Vielleicht nur als ein kurzer Impuls, gar nicht groß abgeschlossen, aber nur mal reingebracht. Und dann finde ich ganz spannend den Punkt, den ich nochmal stark machen kann, nur vielleicht, und ein bisschen ergänzen. Dulan hat es gerade von Umweltschutz, Tierschutz gesprochen, also dass es ja auch schon Wörter sind, ne, die auch schon eine gewisse Haltung, eine gewisse Perspektive ja reproduzieren. Und das finde ich auch ganz spannend, also dass wir in so einem sehr anthropozentrischen Blick eben sozusagen Gesellschaft wahrnehmen und Mensch als Mittelpunkt des Universums, Dominum Terrae, der Herrschaftsauftrag in Genesis 1, 28 sozusagen, wenn wir es jetzt biblisch fundiert im Alten Testament wiederfinden wollen, überall anders finden wir aber ähnliche Reproduktionen. Ich finde ganz spannend, eben da diese Demut wieder reinzubringen, auch zu sagen, hey, also nee, ich bin eben Teil beziehungsweise beteiligt einer größeren Wirklichkeit, eines größeren Zusammenhangs und kann mir nicht Tiere als Dinge, als leblose Existenzen angeblich als Ware sozusagen aneignen, genauso wie Natur als Ressource einfach so betrachten, wie ich sie vielleicht auch mal ökonomisch in einer sogenannten Ökosystemdienstleistung wieder versuche einzupreisen, in Wert zu setzen, auch da einen Tauschwert, eben eine Tauschlogik aufsetze, um sie ein bisschen mehr reinzubringen, aber eigentlich doch alles nur für mich sozusagen als Mensch sozusagen
wichtig ist und da nicht die Beziehung und die Abhängigkeit auch von eben allem anderen Lebendigen sehe. Und ich fand den Begriff der Mitwelt da was ganz Schönes, weil Umwelt ja auch schon so ein Begriff ist von um mich herum gestalte ich die Welt, ich als Mensch im Mittelpunkt eben stehend und mal gucken, wie das für mich am besten klappt. Und wenn das jetzt irgendwie sinnvoll für mich ist, rational argumentiert, dann okay, dann sollten wir das lieber stehen lassen, den Baum, oder nicht, wenn es doch nicht so wichtig ist. Also da eine andere Beziehung eben aufzubauen, das Mitweltverständnis, sich als Teil beziehungsweise eben Beteiligter einer größeren Wirklichkeit verstehen. Und das ist so vielleicht nur ein kleiner Punkt, was ich den letzten, sage ich mal, Jahrzehnten Umweltbewegung vielleicht ein bisschen ankreiden mag, auch als Kritikpunkt sehe, warum da nicht noch mehr passieren konnte, wo wichtig das Ganze auch ist unbedingt und jetzt nicht arrogant irgendwie das Ganze formulieren, sondern eher als so eine solidarische Kritik, dass ich glaube, dass so eben, wenn ich Umweltschutz betreibe, dass immer auch aus so einem naturwissenschaftlichen Blickwinkel eben kam, so ich muss gucken, ah ja, der Fluss funktioniert so, dann darf ich das nicht machen, das schon irgendwie, also es ist immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung im Grunde. Aber nicht sozusagen das Einmalige dieses Flusses gesehen. Ich möchte ein Beispiel vielleicht nur kurz nennen. Den Hambacher Wald, der ja, als ich vor 8 Jahren das erste Mal da war, gerade so ungefähr zu Beginn, noch relativ wenig spektakulär in den Medien waren, vor 2 Jahren allerdings doch ziemlich stark. Wir schaffen konnten, große Bündnisse aufzubauen. Und jetzt könnte argumentiert werden, irgendwie rein ökonomisch, naja, also die Kohle ist irgendwie wichtig, damit wir Energieversorgung weiterhin schaffen. Okay, dann müssen wir doch die Bäume fällen. Wer aber mal wirklich auf einem Baumhaus in 13, 15, 20 Meter Höhe geschlafen hat, gesehen, wie in den Wipfeln das wippt, du sozusagen eine unglaubliche Beziehung damit aufbaust. Also im Grunde ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Miteinander auch da erlebst. Kannst du noch so tolle rationale Argumente angeblich finden, du wirst alles dafür tun, dass dieses lebende Wesen geschützt wird. Dass es irgendwie gemeinsam sich ausgeht, dass das nicht gefällt werden muss. Und da eben in ganz andere Perspektivwechsel reinzukommen, ist, glaube ich, was ganz Spannendes. Beziehungen eben, und das ist mir ganz, ganz wichtig, eben jenseits von klassischen anthropozentrischen Blickwinkeln zu betrachten. Vielleicht so viel erstmal. Hm. Dankeschön. Das hat mich jetzt gerade bei dir, Tobi, so ein bisschen dran erinnert. Ich war jetzt gerade eine Woche lang im Wald. Da einfach gelebt mit einer kleinen Gruppe von Menschen und schon gemerkt, dass das so die Beziehung untereinander und dann zur Natur schon sehr vertieft und verändert. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, nehmen wir uns eine Weile, um diese Runde zu einem Gespräch zu entwickeln, und ich öffne hiermit das Gespräch. Ja, ich würde gerne, also vielen Dank, es ist super spannend, was ihr beide gesagt habt. Ich habe so gemerkt, also mit diesem, also ich hätte eine Nachfrage an euch beide, ja, und zwar finde ich es total spannend, also super cool, dieser Ausdruck Mitwelt, ich kannte den nicht und finde, es passt ja auch total gut zu Mitgefühl beispielsweise, ja, finde ich total schön, ja, also dieses, und das Mit ist eben was ganz anderes als dieses Umwelt von, es kreist um mich, aber ich bin das Zentrum von allem oder so, ja, finde ich total schön, vielen Dank dafür. Ich fand es total spannend, weil ihr beide den Begriff Abhängigkeit benutzt habt, also für mich jetzt in meinem Hören, ja, also dass ihr beide sagt, ja, dass wir anerkennen müssen, dass wir abhängig sind von anderen, und ich merke so, oh, Abhängigkeit ist für mich so ein wirklich sehr negativ besetzter Begriff eben, ja, und dass ich immer so, während ihr das gesagt habt, auch so ersetzt habe mit verbunden sein, also dieses, dass ich das Gefühl habe, von bei mir geht es da so ums Verbundensein, damit ich auch, also kann mir das jetzt auch vorstellen, den zu umzudeuten, Abhängigkeit, aber für mich dieses, weil ich finde, er ist so negativ besetzt, und dass das für Leute, die dieses Gefühl haben, von autonom sein zu wollen, vielleicht auch ein schwieriger Begriff sein könnte oder so, und das für mich viel mehr dieses ist, ich bin von mir selbst abgeschnitten, weil und das ein Teil von mir ist, dieses Verbundensein mit allem anderen Lebendigen. Also dass es gar nicht ist, ich bin weiter so ganz autonom und dann da draußen gibt es den Baum oder die Person oder was auch immer, sondern es ist ein Teil von mir. Und wenn, wie du, Tobi, jetzt gesagt hast, wenn dann eben ein Baum gefällt wird, dann schmerzt ein Teil von mir. Also und von diesem Schmerz habe ich das Gefühl, bin ich total weit abgeschnitten eben so, ja, und muss mich dem, also wirklich auch
für andere Leute vielleicht sehr peinlich wieder annähern. Also wenn ich Leute zum Beispiel frage, wie wächst eine Aubergine? Also wenn ich mich versuche, dem wieder anzunähern, was esse ich eigentlich und was weiß ich eigentlich davon, wie das angebaut wird oder wie die Pflanze dazu aussieht. Ich meine, ich wusste das jetzt auch nicht, bis ich meine Aubergine im Garten gesetzt habe. Ja? Und dass ich das gerade aber total schön finde, um mich wieder mehr verbunden zu fühlen mit dem, was es gibt an lebendigem Leben. Ja? Und dass ich da immer mehr merke, auch durch das, wie ich gearbeitet habe, wenn ich nur am Computer sitze oder so, dass ich abgeschnitten bin davon. Oder dass ich dann denke, ja, das Wetter ist schön, aber ich muss dann noch einen Text fertig schreiben. Also und dann überhaupt nicht in eine Verbindung gehe mit dem, was ein Teil von mir ist, dass ich die Sonne brauche, dass ich die Verbindung mit Natur vielleicht auch brauche. Ja? Aber ich wollte einfach nochmal nachfragen, wie das für, also versucht ihr den so neu umzudeuten, den Begriff, oder wie ihr damit umgeht, oder ob ihr mit dem Begriff Verbindung auch was anfangen könnt. Ja, danke, dass du das nochmal aufgegriffen hast, weil das ist tatsächlich ein Reizwort für viele Menschen. Und ich provoziere bewusst mit diesem Wort, weil da so ein großer Schmerz ist. Da ist so eine Wunde in diesem Wort. Weil unsere Abhängigkeiten ja in den Herrschaftsstrukturen immer missbraucht wurden gegen uns, um uns gefügig zu halten, um uns zu unterjochen, um uns auszubeuten. Und das ist ja das, was in dem Herrschaftsparadigma das Spiel ist. Sobald ich weiß, was der andere braucht, habe ich ihn oder sie. Und da ist so eine riesige Wunde. Und meine Erfahrung ist, dass wir nicht umhin kommen, diese Wunde zu durchlieben und sie zu heilen, wenn wir wirklich in was Neues gehen wollen. Weil wir sonst hängen bleiben in was Reaktivem, in etwas nicht haben wollen. Und deswegen spreche ich eben von der positiven Abhängigkeit. Und ich kann mit der Verbindung sehr viel anfangen und möchte da eine Unterscheidung anbieten, die ich wertvoll finde. Also wenn wir gucken, wo wir herkommen, im Herrschaftsparadigma ging es ja immer um Macht über und ganz klare Hierarchien, einer ist oben, einer ist unten, der oben ist unabhängig. Und der unten ist abhängig. Also der oben braucht den unten weniger als umgekehrt. Und ganz bestimmte Strukturen sorgen dafür, dass das so bleibt. Und dadurch wird ja Macht übermöglich und Ausbeutung und so weiter. Und was wir ja jetzt seit ein, zwei Generationen, vielleicht manche auch schon länger, vor allem auch in Liebesbeziehungen anfangen zu erforschen, ist ja, was passiert denn, wenn wir das nicht machen? Und dann merken wir erstmal, dass dann wahnsinnige Machtkämpfe entstehen, weil das nicht mehr klar geregelt ist. Weil wir noch gar nicht wissen, wie können wir eigentlich gleichwürdig in eine Interdependenz gehen, würde ich jetzt mal sagen. Und da ist es noch nicht, da geht es schon in Richtung Verbundenheit, aber da geht es schon ganz klar um ein Anerkennen von, wir brauchen uns gegenseitig. Und zwar nicht im pathologischen Sinne, wie du das genannt hast, dieses Co-Abhängige, ja, das kenne ich natürlich auch, sondern eine bewusst gewählte, gestaltete Abhängigkeit, wo wir sagen, Wir lassen uns aufeinander ein, wir unterstützen uns gegenseitig, wir kooperieren. Und das ist nur eine von vielen Verbindungen, die ich eingehe, von vielen Beziehungen, weil ich ja immer eingebunden bin in ein Beziehungsnetzwerk mit ganz vielen Spezies. So, das ist so der Weg in die Interdependenz. Und dann gibt es aber noch eine Ebene drunter. Und das ist für mich die Ebene, die du so schön beschrieben hast, Lang, wo die Thich Nhat Hanh und auch Charles Eisenstein eben mit Interbeing bezeichnen, also Intersein. Und wo ich merke, der Baum und ich sind auf einer bestimmten Ebene verflochten, wo ich gar nicht mehr sagen kann, da ist der Baum und da bin ich, sondern wenn dieser Baum stirbt, dann stirbt etwas in mir. Wenn der Amazonas gerodet wird, dann stirbt etwas in mir. Und das ist für mich nochmal eine tiefere Ebene als die Interdependenz, wo ich noch sehr auf einer Beziehungsebene bin. Und für mich sind beide Ebenen wichtig, weil rein auf einer Interbeing-Ebene, ich kann da nicht hinspringen. Da werden wir dann oft unauthentisch, wenn wir versuchen, dahin zu springen in dieses Bewusstsein von All-Eins-Sein. Und es ist für mich auch ganz zentral, dass wir das kultivieren durch Qigong, durch Meditation, durch Zeit im Wald, durch so vieles, dass wir das immer mehr erkennen, dieses tiefe, ich kann nur sein, weil du bist oder weil wir sind auf einer Seinsebene. Und da geht es gar nicht mehr um Beziehung wirklich. Also da ist ja dann, da hört Beziehung eigentlich auf. Ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen könnt.
Ja, ich glaube, da kann ich gar nicht so viel ergänzen auch. Also ich kann auch sehr viel mit dem Wort Verbundenheit anfangen und gleichzeitig finde ich aber genau dieses, weil dieses Unabhängigkeitskredo, dieses, ja, ich bin unabhängig als so ein ganz wichtiger Wert innerhalb der Gesellschaft, eben autonom und so gesehen wird, da absichtlich nochmal reinzugehen und zu sagen, hey, aber wir sind abhängig, schau dir das mal an. Und also auch da so als ein, ja, vielleicht kleiner Stich sozusagen, hey, es ist aber so. Und auch wenn ich weiß, dass genau, und auch selber immer wieder dachte, so, eigentlich bin ich doch unabhängig und sollte ich da nicht sein, aber aus so einer eigenen Überlegung dann heraus irgendwann merkte so, nee, und eigentlich finde ich das auch schön. Und das möchte ich genauso auch bezeichnen. Genau. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal jetzt auf diesen, was du gerade gesagt hast, dieses, also finde ich total spannend, diese Trennung zwischen, es gibt so eine Beziehungsebene, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ja, es gibt eine Beziehungsebene und dann gibt es so eine Seinsebene. Und in der Seinsebene, also ich versuche es auch mal zu paraphrasieren, ja, in der Seinsebene bin ich eben verbunden, ist alles Teil von mir und in der Beziehungsebene gibt es schon mich und ein Gegenüber oder viele Gegenüber, mit denen ich in eine, wie du jetzt gesagt hast, interdependente Beziehung vielleicht gehe oder sowas. Ja, das finde ich total spannend. Also dieses, dass du da quasi, und das können ja dann die gleichen Bäume oder Menschen oder Pflanzen sein oder sowas. Ja, also so vielleicht, ja, ganz spannend finde ich. Ich habe nochmal gemerkt, also ein Begriff, den ich gerne noch einbringen würde, wäre statt Liebesbeziehung mich nah beziehen. Also zum einen auch wieder als Verb und nicht als Substanz, sondern eher so eine Überlegung, was ich häufig Menschen frage, auf welche Lebewesen oder welches Substanzen bezieht ihr euch denn nah? Weil das öffnet häufig auch nochmal ganz viele neue Bilder hin zu anderen Kontakten und zu merken, ach Mensch, das entlastet mich vielleicht auch zum einen davon, dass die Liebesbeziehung alles sein müsste, weil es gibt ja ganz viele Personen und Lebewesen, auf die ich mich nah beziehe und die auch unterschiedliche meiner Seiten mit mir teilen können vielleicht oder sowas. Ja, und hilft vielleicht auch so ein bisschen aus diesem kapitalistischen Modell von Liebesbeziehungen rauszukommen. Ist mir jetzt gerade nur eingefallen bei dem, was du gerade jetzt gesagt hast, als diese Trennung von Liebesbeziehungen oder Beziehungen auf der einen Seite und Seinsformen auf der anderen Seite. Und dann wollte ich noch auch nochmal, ist mir jetzt bei dem, was du jetzt gesagt hast, auch nochmal so deutlich geworden, aber wir beziehen uns eben ganz viel auch immer halt innerhalb wieder dieser weißen westlichen Welt dabei, ja, und ich wollte einfach nochmal auch nochmal sagen, dass meine Inspirationen ganz, ganz deutlich auch von schwarzen feministischen Bewegungen kommen, also Bell Hooks hat ja ein Buch, mehrere Bücher, hat ja so eine Trilogie über Liebe geschrieben, wo es ganz stark auch immer um die Frage geht, inwiefern ist für Menschen, die so konstituiert sind durch Diskriminierungsstrukturen, Lieben möglich oder was könnte Lieben da bedeuten eigentlich? Also die da sehr stark so ein politisches Konzept entworfen hat, Audre Lorde, eine andere schwarze Feministin, die sehr stark gesagt hat, es geht nur darüber, dass wir uns alle anerkennen und respektieren. Also den Begriff Respekt würde ich auch gerne nochmal einbringen. Ja, also dass es ganz viel darum geht, wie wir respektvoll miteinander sind, auch bezogen auf alles Lebendige hier eben, ja. Und dann bin ich auch sehr inspiriert von einigen indigenen DenkerInnen aus den USA vor allem, also Sherry Mitchell, Aktivismus heißt Verbindung, heißt das Buch auch von Sherry Mitchell, wo es auch ganz, ganz stark darum geht, dass wir sobald wir in eine Begegnung, eine Bewegung des Gegeneinander gehen, es keine positive Veränderung für die ganze Welt geben könnte, sondern dass es darum geht, miteinander verbunden zu sein und zu gucken, wo und wie wir uns miteinander verbinden können, immer wieder neu. Also ich habe jetzt noch mehr so Quellen, also Buddhismus zum Beispiel ist für mich auch eine ganz wichtige Quelle, Pema Chödrön, die Sachen von Pema Chödrön, die das auch sehr, sehr deutlich macht für mich, also dieses, wie wir uns abschneiden von uns selber, wenn wir nicht mit anderen verbunden sind, ja, also das nur noch mal als Ergänzung zu den Namen, die du jetzt auch genannt hast, die sich auch damit beschäftigen. Ja, im Chat steht gerade noch was Schönes. Ich bin auch mit jemandem verbunden, der mir gegenübersteht und mich bedroht. Finde ich eine schöne Ergänzung dazu. Ah, gibt es da noch Ergänzungen dazu? Ansonsten
auch ein schönes Thema. Gut, dann vielen Dank soweit. Würde ich gerne eine neue Phase. Ich kann noch mal eben was sagen, Manuela, weil du gerade gesagt hast, habe ich das richtig verstanden? Ich bin auch mit der Person verbunden, die mich bedroht. Was du das gerade gesagt hast? Steht im Chat. Genau, da steht was. Ich bin auch mit der Person verbunden, die mir gegenübersteht und mich bedroht. Also genau, in dem Zusammenhang, genau, dass also, verbunden ein geeignetes Wort ist. Ja, genau. Wenn ich dazu noch mal eben was sagen darf, weil das ist natürlich immer, das ist eine Extremsituation, auf jeden Fall. Ja, also ich stehe einer Person gegenüber, die mich bedroht. Und da ist es für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig zu differenzieren zwischen, ist eine Verbindung in der konkreten Situation gerade möglich? Oder ist es total wichtig, in dieser Situation selbstliebend zu sein? Und dann kann es heißen, dass ich aus der Situation eher rausgehe. Das ist also in meinem Konzept damit zu lieben, ist es was ganz, ganz Wichtiges, ja, zu trennen zwischen, nicht alles ist deswegen positiv. Nicht jede Ansprache ist eine positive Ansprache, sondern es kann auch Gewalt sein, ja, und das differenzieren zu können und dass es wichtig sein kann, dann sehr genau zu gucken, wie kann ich jetzt selbstliebend sein in der Situation, und dann kann es sein, dass es sinnvoll ist, selbstliebend, selbsterhaltend aus einer Situation herauszugehen, ja, und auch, also das kennt ihr ja bestimmt ja auch alle in Kommunikationssituationen, dass nicht jede Kommunikation ist eine Verbindung mit einer anderen Person, ja, sondern also viele Personen sind in Ja-Aber-Schleifen oder unterbrechen die ganze Zeit, und da kann es sehr viel selbstliebender sein und damit auch angemessener für den Kontakt zu der anderen Person zu sagen, ich glaube, wir gehen gerade erstmal auseinander und treffen uns dann anders wieder, wann wir die Möglichkeit haben, uns zu hören. Also ganz häufig mache ich als ersten Schritt immer zu sagen, kannst du kurz versuchen, nochmal zu paraphrasieren, was ich gerade gesagt habe. Und wenn das gar nicht möglich ist für eine andere Person, dann geht, aus welchem Grund auch immer, und dann muss ich eine andere Person nicht interpretieren zu oder so, habe ich aber das Gefühl, wir können gerade nicht miteinander in Kontakt kommen. Ja, also das heißt, eine Verbindung kann, also die wichtigste Verbindung ist erstmal, ich muss mit mir verbunden sein und merken, also kann ich so mit mir verbunden sein, dass ich merke, die Situation ist gerade nicht gut für mich. Die ist nicht gesund für mich oder die ist nicht gewaltfrei für mich eben so. Und das haben wir ja ganz häufig entlernt. Wir sind ja ganz häufig aufgewachsen in Familiensystemen oder Schulsystemen oder was auch immer, die gewaltvoll sind. Also für Menschen, die diskriminiert werden auf verschiedenste Weisen sowieso, aber ich denke für alle Menschen. Und da entlernen wir auch häufig, es ist gerade keine wertschätzende, respektvolle, achtsame Beziehung, die wir hier gerade haben eben, ja. Und das wieder zu lernen durch Selbstliebe von, oh, ich merke, das tut mir gerade nicht gut, ja, wäre für mich der erste Schritt dazu, ja. Und auch eine andere Form von Verbundenheit, nicht mich über die andere Person zu stellen, aber erstmal mit mir verbunden zu sein. Und auch, ich glaube, dann nur kann ich, also ich für mich, in einen guten Kontakt mit anderen Leuten kommen. Ja, mir kam das auch gerade nochmal, das aufzugreifen. Also es ist so schnell, wenn wir beim Thema lieben, sage ich jetzt mal ganz bewusst sind, dann landen wir ganz schnell in diesem naiven rosaroten Bild davon und dann ist alles nur noch Liebe und alles ist nur noch nett und alles ist nur noch schön. Und es ist die ganze Zeit da in unserem Gespräch und ich möchte es nochmal ganz bewusst benennen, weil das jetzt auch durch dieses Kommentar so kam. Für mich ist beim Lieben ganz zentral dieses auch den Schmerz mit einschließen in die Liebe oder in das Lieben. Was du ja auch benannt hast, Lan, dass das ja dazugehört zum Leben und so viel Gewalt und Gewaltstrukturen auf der Welt haben ihren Ursprung abstruserweise in einem Versuch der Schmerzvermeidung und erzeugen viel mehr Leid, als sie an Schmerz vermeiden. Und das war für mich eine ganz, ganz zentrale Erkenntnis, mal, also diese Differenzierung zwischen Schmerz und Leid. Und Schmerz definiere ich erstmal einfach nur als eine Diskrepanz zwischen dem, was ist und dem, was ich mir wünschen würde oder was mein Bedürfnis wäre oder was meine Sehnsucht wäre. Und das ist eine Lücke. Und wenn wir als erwachsene Menschen eher nüchtern auf die Welt schauen und auf das Leben schauen, auf das Menschsein schauen oder auch auf das Tiersein schauen oder auf das Pflanzensein schauen, dann sehen wir, das gehört zum Leben dazu. Diese Lücke gehört zum Leben dazu.
die wird es immer geben, immer wieder. Und dann gibt es natürlich auch wieder die Momente, wo Wunsch und Wirklichkeit zusammenpassen oder wo unsere Bedürfnisse und die Umstände zusammenpassen. Und dieses Wechselspiel macht es ja gerade so mehrdimensional, das ist unser Erleben. Und dennoch gibt es etwas in uns, was beständig versucht, Schmerz zu vermeiden und ganz, ganz viel Gewalt auch in unseren Beziehungen, in unserem Kontakt, das ist jetzt völlig egal, ob wir berufliche Beziehungen haben oder private Beziehungen, ob es Kommunikationsgewalt ist, körperliche Gewalt, strukturelle Gewalt, entspringt wirklich diesem Versuch, das nicht zu haben. Also wir wollen immer den Tag ohne die Nacht haben, die Freude ohne den Schmerz, die Geburt ohne den Tod, die Jugend ohne das Alter. Und das bedeutet für mich zu lieben, also da wieder Frieden zu schließen mit diesem, was ja in allen indigenen Traditionen auch ganz zentral ist, dass wir erkennen, dass das zusammengehört und dass wir nicht mehr versuchen, das irgendwie das eine oder das andere zu haben, was aber nicht bedeutet, dass wir uns einfach verprügeln lassen und unserem Impuls, dem etwas entgegenzusetzen, nicht nachgehen. Das ist ja das Spannende, dass dieser Impuls ja trotzdem da ist und die Kraft ist da, Nein zu sagen, Stopp zu sagen und für die Liebe einzustehen und Gewalt Grenzen zu setzen. Also das ist ja so ein unheimlich spannendes Paradox in der Liebe. Da kommt gerade noch eine ganz spannende Frage. Vielleicht kann da noch ein, zwei Menschen was dazu sagen. Verwechseln wir vielleicht auch Anerkennung und Bewunderung mit Liebe? Ist das dasselbe oder ein Teil voneinander? Ja, ich würde nochmal zu Vivian gerade, das also finde ich total cool, was du sagst. Ich finde, was auch noch ganz wichtig ist, eben dieses, so, was du hast jetzt gesagt, die Jugend ohne Alter. Und dass ich es total wichtig finde, auch nochmal zu sehen, warum glauben wir denn, dass Jugend das Tolle ist und Alter nicht das Tolle ist. Also und da gibt es ja auch durchaus andere Vorstellungen von, dass Alter auch was ganz, ganz Tolles ist, was gewertschätzt werden könnte. Also fast total, ist nur eine Ergänzung zu dem, ist nochmal dieses, wir leben auch eben immer in diesem richtig falsch und böse Denken, statt zu sehen, dass alles total gut ist zusammen, ja, und dieses, was du gesagt hast, wir wollen die Freude und nicht den Schmerz, ich glaube, und das, also da kommt für mich zum Beispiel Kapitalismus sehr stark rein, dass ich glaube, dass mein tiefes Empfinden von Glück sitzt in irgendeiner Weise an der Stelle, wo auch der Schmerz sitzt oder die Trauer sitzt. Ich kann das eine nicht ohne das andere haben, glaube ich. Aber dass wir eben, Kapitalismus möchte, dass wir das Gefühl haben, wir können nur das eine haben. Wir können nur, also du hast ja auch Freude und nicht Glück genannt. Also ich glaube, da geht es auch mehr darum, dieses Freude zu haben. Und dass wir dann immer spüren von, ja, das ist toll und da möchten wir mehr von und mehr von, weil das nicht so nachhaltig ist oder nicht so tief ist ganz häufig, weil ich glaube, dass es das eine ohne das andere nicht gibt, tatsächlich. Also und das Trauer auch ein, also so paradox es klingt, aber Trauer kann auch ein sehr schönes Gefühl sein, weil ich mich da sehr spüre in dem Moment eben. Also und das ist was anderes als Verzweiflung für mich zum Beispiel nochmal auch. Ja, so dass es alles zu mir gehört und dass ich dieses tiefe Empfinden aber eben nur in diesem Umfassenden haben kann und nicht eben als dieses punktuelle Ausgesuchte. Und dass Kapitalismus häufig versucht, dieses Glück oder Trauer durch Freude zu ersetzen oder Entertainment oder Ablenkung oder sowas. Und dass wir dann schon merken, da ist irgendwas schön dran, aber da will ich mehr von. Und dann, und das kostet aber dann Geld, also ob es jetzt Bungee-Jumping ist oder Steilwandklettern oder sowas. Und dass es dann immer mehr Bedürfnisse gibt, die eben nur über so eine kapitalistische Logik befriedigt werden können. Und wir dann die ganze Zeit in dieser Dauerspirale drin sind von, wir spüren irgendwo, irgendwas fehlt uns. Und dann versuchen wir das so surrogatmäßig durch Konsum ganz häufig auch von Beziehungen vielleicht zu ersetzen, statt eben zu versuchen, das erstmal in uns zu finden. Also und das ist ja auch, glaube ich, tatsächlich die Achillessehne des Kapitalismus, weil zu lieben und das ganz tief zu spüren, das kann uns kein Geld ermöglichen, sondern das können wir nur durch einen Kontakt mit uns selbst eben tatsächlich herstellen. Das ist aber genau das, was Kapitalismus versucht, von uns zu überzeugen, dass das nicht der Fall ist, sondern ich muss nur den richtigen Kakao trinken oder den besten Kaffee trinken und so weiter. Also dass es über andere Wege oder ins richtige Fitnesscenter gehen oder was auch immer, ja, dass wir die ganze Zeit das als Konsum brauchen eben, ja, und umso mehr wir in diesen Konsum reingehen, weil wir spüren, da gibt es eine Bedürftigkeit, umso mehr wir vielleicht von uns selbst da entfremdet sind auch eben so, ja, und dass die wirkliche Begegnung
Also mit einem Baum, das kann ich, das ist unbezahlbar, ja, vielleicht, ja, oder am Meer zu stehen oder so, ja. Das, und dass da aber genau das steht, wo Kapitalismus versucht, in diese Lücke reinzukommen eben, ja, weil wir sind die ganze Zeit ganz beschäftigt und sind auch in diesem System drin, wie wir uns finanzieren müssen und alles, und dann eben diese Beziehungen aufgeben für irgendwelche Pseudobeziehungen eben dann. Ja. Also es ist nur eine Ergänzung zu dem, weil das fand ich sehr, sehr spannend, was du gesagt hast. Ja, indem ich sehe gerade, es ist jetzt 12, wir haben noch eine halbe Stunde. Und vielleicht noch ein abschließendes jetzt zu dem Gespräch und dann würde ich gerne eine neue Phase einleiten. Also nur wenn es okay wäre, genau, nochmal, wenn es so anregend war, dieses Kompensieren sozusagen, ne, der Bedürfnisse durch Konsum, den ich mir schnell mal nehme und dann versuche, damit Glücksmomente zu erkaufen letztendlich. Ganz spannender Punkt, könnte man jetzt noch lange ausführen. Einen Punkt, auf den ich noch hinweisen wollte, auch als so ein Knackpunkt, weil das so auch mit dem Thema eben auch Beziehung zu mir selber zu tun hat, ist, glaube ich, eine Diskriminierungsform, die wir alle erleben, und zwar Adultismus. Adultismus im Grunde die Diskriminierungsform ist, die nur weil ich jünger bin als du, gerade so in Schulzeit beispielsweise oder Kindergartenzeit, vor allem sehr dominant vorherrscht und mir schon selber, sondern auch so, was ist eigentlich mein Bedürfnis, was ist eigentlich mein Gefühl, wenn ich in der Schule, wenn ich sage, eigentlich muss ich auf Toilette, aber mir von einer älteren Person, erst in Form der Lehrerin, als Autorität an der Stelle hören lassen darf, nee, du darfst jetzt nicht. Also da passiert ja auch schon viel, ne, an so Beziehungen, auch dieses, was Adultismus so eines der besten Beispiele ist, ja, was bedeutet das oder was ist das, fragt das Kind, der junge Mensch, den Älteren, und der Ältere sagt, das verstehst du noch nicht. Also gleich erstmal sowas, ja, du kannst es eh noch nicht. Also eine Diskriminierungsform, die wir sozusagen erleben und die aber im Laufe des Lebens wechselt sozusagen, ne? Und damit auch, glaube ich, schon viel auch an so Beziehungen zu mir auch selber. Also weil da so ein auch verinnerlichter Adultismus dann stattfindet, wie, ja stimmt, ich kann das ja eigentlich gar nicht oder ich weiß es ja gar nicht und Verantwortung dafür. Also das finde ich auch einen ganz, ganz, ganz spannenden Punkt. Vielleicht nur als letzter Punkt, bevor wir dann weitermachen. Ja, wir hatten ganz spannende Themen jetzt, also von Selbstliebe, Intersein und Macht miteinander statt Machtmissbrauch, Schmerz als Teil des Lebens anerkennen und einige andere spannende Punkte. Wir sind ja jetzt auf einem Utopie-Kongress und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir nochmal einfach in unsere Vorstellung unserer Utopie uns reinversetzen. Und dazu würde ich gerne mal auch die gerade zuhören und zuschauen und wir uns jetzt auf eine Zeitreise einladen. Wir können es ja mal ganz plastisch vorstellen, dass neben uns eine Zeitmaschine erscheint. Wir einsteigen und Regler auf 2048 drehen, 28 Jahre in der Zukunft. Ja, dann gehen wir auch los. Die Jahreszeit und die Jahre schießen vorbei. Und nach einigen Momenten wird die Zeitmaschine wieder langsamer, kommt zum Stehen. 2048. Wir steigen aus und befinden uns in der Zukunft. 28 Jahre in der Zukunft. Wo sind wir gerade? Was sehen wir um uns herum? Hören wir? Wie riecht es? Wie gehen die Menschen miteinander um? Wie sehen Beziehungen und Liebe im Jahr 2048 aus? Und in was für gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen sind diese eingebettet? Wie sind wir eigentlich hier hingekommen? Und ich würde uns einladen, mal in der Gegenwart zu sprechen, uns wirklich vorzustellen, wir sind jetzt in der Zukunft, im Jahr 2048. Was hat sich verändert? Ich freue mich auf den Austausch. Und ich lade auch Kommentare und Vorstellungen im Chat ein. Ah, wie sehen Beziehung und Liebe jetzt aus? Und in was für Strukturen sind sie eingebettet?
vielleicht auch, was war euer eigener Beitrag, um zu dieser Zukunft zu kommen? Ich sehe eine Welt, wo die Anzahl an Menschen, die eine andere Form von Wohlstand kultivieren, nochmal sehr stark zugenommen hat und viel deutlicher sichtbar ist dadurch, und zwar weltweit. Ich sehe, dass ein zweites Narrativ immer lauter geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Und dieses zweite Narrativ beinhaltet eben dieses neue Verständnis oder dieses andere, zugleich uralte Verständnis von Wohlstand, was ein gutes Leben ausmacht. Und ich sehe, dass dieses neue Narrativ parallel existiert mit dem alten Narrativ. Das alte Narrativ ist noch nicht verschwunden. Und dadurch, dass das neue Narrativ und das Glück und die Schönheit und die Erfüllung und die Verbundenheit, die Liebe, die dadurch möglich wird, immer sichtbarer werden, ist der Sog immer stärker, das alte Narrativ hinter sich zu lassen. Und die Strukturen sind immer stärker, die schon nach dem neuen Narrativ funktionieren. Also egalitäre Strukturen, Schenkstrukturen oder es sind gar keine Strukturen vielleicht, Kreisläufe, Verbindungen, Netzwerke, Ökosysteme, Soziotope. Und die Strahlkraft bewegt mich von Wesen, die sich ausrichten auf Liebe, Verbundenheit, Heilung, Respekt, ökologischen Wohlstand, spirituellen Wohlstand, Beziehungswohlstand, Zeitwohlstand, kreativen Wohlstand. Und Geld schon noch benutzt wird, aber es einfach nicht mehr so die zentrale Rolle spielt, weil die meisten Bedürfnisse einfach anderweitig gedeckt werden. Es spielt einfach nur noch eine untergeordnete Rolle. Schön. Also ich habe witzigerweise, weil ich jetzt in dieser Zeitphase habe ich an einem Fluss gestanden und habe meine Fußsohlen sehr deutlich gespürt und gespürt, wie der Untergrund ist. Und ich habe, es ist ja sehr viel Zeit seitdem vergangen, ich habe unglaublich viel dazu gelernt, wie viele Lebewesen am Fluss leben und in der Erde leben und wie alle miteinander verbunden sind, wie die Pflanzen und die Moose mit Wurzelwerken miteinander verbunden sind und wie unglaublich schön es ist und wie unglaublich beglückend es ist, dass ich Teil davon sein kann. Ich habe gelernt, wie ich mich ernähren kann, ohne irgendetwas zu zerstören dabei, also indem ich alles nehme und wie dass ein guter Kreislauf und ein Zusammenleben sein kann mit den Sachen, die um mich rum sind und auch den Menschen, mit denen ich lebe und die um mich rum sind. Also die Stichwörter, die auf dem Kongress ja auch eine große Rolle spielen, kommt und Gemeinwohlökonomie, dass es gar nicht mehr darum geht, wie die Wirtschaft aussieht, sondern wie wir unser Leben so gestalten im einer größeren Verbindung mit allen Lebendigen, dass das, was wir an Austausch brauchen, nochmal ganz anders gelebt wird. Also das ist jetzt eine sehr Utopie eben, das ist keine realistische Utopie vielleicht, aber so eine Form von ich lebe in Verbindung
und vor allem in Respekt und dem Wunsch nach Frieden mit allem, was lebendig ist und dem Wunsch, dass alles lebt, ohne dass ich das Gefühl habe, als Mensch das alles bestimmen zu können, sondern wie kann ich lernen, mich einzuordnen. Eine Utopie für mich, weil ich sehr viel mit Sprache arbeite, ist auch, dass es eine andere Sprache gibt, dass wir uns mehr Zeit nehmen zum Kommunizieren mit den anderen Menschen um uns herum, als eben auch mit einem anderen Lebendigen und da auch eine neue Sprache entwickeln, die nicht mehr diskriminiert, die nicht mehr respektlos ist, sondern die alles Lebendige in der eigenen Handlungsmächtigkeit auch wahrnehmen kann eben. Und also wir bereit sind, zu so einem großen Weg uns innerlich, inhaltlich auch zu verändern, indem wir genau das auch machen, so eine andere Form des Sprechens und Kommunizierens uns miteinander anzugewöhnen, was nochmal auch was dazu wäre, wie wir unser Sein und unsere Wahrnehmung miteinander vielleicht auch verändern könnten. Also das sind jetzt so kleine Aspekte von anderen, denen ich jetzt gerade bei dieser ganz kurzen Zeitreise hatte, ich meine, verschiedenen Sinne mehr wahrzunehmen. Also nicht nur übers Sehen, sondern auch übers Fühlen und auch übers Riechen und mich dadurch viel mehr mit mir selbst und damit auch mit allem anderen verbunden zu fühlen. Manuel, ich glaube, wenn du was sagen magst, dann musst du dich auch entstummen. Ah, okay, jetzt. Ja, genau. Mir ist einfach gerade ausgefallen, dass die Redezeit nicht ganz ausgewogen ist. Von daher, wenn du magst, Tobi, kannst du dich gerne ein bisschen mehr einbringen. Dabei. Genau. Also als allererstes war so eine ziemlich emotionale Assoziation. Also so ganz konkret sich vorzustellen, ich steige im Jahr 2048 dann aus und bin dann an diesem Ort und weiß aber, dass ich beim nächsten Spaziergang nicht Gänsen oder Hühnern begegnen werde in irgendwelchen Gärten, die eingepfercht sind und wahrscheinlich dieses Weihnachten nicht überleben werden, sondern frei rumlaufen dürfen. Das dann ein ganz anderes Mensch-Tier-Verhältnis ist, wo wir alleine da schon eine ganz andere Beziehung, Verbindung, Abhängigkeit leben im Miteinander, anstatt zu gucken, genau was hilft mir das jetzt. Das ist so ein ganz konkreter Punkt, der mir aufkam. Und dann so, wenn ich dann eher so das Rationale andrehe und dann auch eine sehr utopische Utopie, eine sehr optimistische für das Jahr 2048, genau, würde ich mir wünschen, dass es kein Eigentum mehr gibt, was schon mal die Herrschaftsform von EigentümerInnen zu VermieterInnen wegmachen würde, was immer Rollenkonflikte aufmacht, weil das problematisch ist, weil da Machtunterschiede sind, die einfach durch die rechtliche Absicherung klar macht, ich habe das Haus und wenn du zahlungskräftig bist, darfst du dein Bedürfnis erfüllen und wenn du nicht zahlungskräftig bist, dann eben nicht. Nach einem Dach über dem Kopf oder noch was zu essen oder. Das heißt, Eigentum gibt es nicht mehr und ich glaube, das entspannt schon unsere Möglichkeiten, miteinander in Beziehung zu gehen, weil gar nicht mehr so unglaubliche Akkumulation von Macht stattfinden kann, die nicht sinnvoll sein kann. Das Gleiche mit der Art von Lohnarbeit, wie wir sie heute verstehen, die gibt es auch 2048 nicht mehr. Das heißt, wir werden weiterhin zwischen Lust und Notwendigkeit, mit Brigitte Kratzwald gesprochen, uns organisieren. Also nicht immer aus diesem romantischen Ideal und insgesamt doch sehr blauäugigen, naja, in der Utopie werden wir dann nur noch aus 100% intrinsischer Motivation immer alles selbstbestimmt und frei machen, sondern uns konkret an dem Beispiel, in 95% der Fälle werde ich nachts, wenn das Kind schreit, um 2:30 irgendwie trotzdem aufstehen. Oder aufstehen sogar, weil ich weiß, ja, auf jeden Fall, klar, habe ich sogar Bock drauf. In 5% der Fälle sage ich vielleicht, boah, ich würde auch gerne mal schlafen und trotzdem tue ich es. Weil mit Ina Pretorius gesprochen ist, um die Wiederentdeckung des Selbstverständlichen geht. Das eben füreinander da sein, sich umeinander kümmern. Und dass durch Lohnarbeit nicht abgelenkt wird und dadurch auch die ganzen Probleme mit einhergehen, mit Nicht-Wertschätzung von Care-Tätigkeiten, die eigentlich das Grundsätzliche bilden, das, worauf überhaupt Gesellschaft fußt. Dass also im Jahr 2048, wenn ich wie letztes Jahr wieder bei VW sprechen darf, dann nicht ein Ingenieur sagt, ja, aber diese Drecksarbeit, wer macht denn das dann noch in dieser utopischen Gesellschaft?
Zum einen ist es problematisch, dass du Drecksarbeit kochen und putzen nennst, und zum anderen machen wir das eben alle. Wie wär's denn damit? Also da ganz andere Beziehungsmöglichkeiten auch sind, die nicht sagen, das eine ist wertvoller und besser und ökonomisch und viel mehr geldlich, erfolgreich, angeblich besser situiert, sondern eben zu sagen, okay, was braucht es eigentlich? Und darüber auch Beziehungen organisieren. Und dann aus meiner Perspektive eben auch Geld nicht mehr es bräuchte. Weil Geld immer eine Vermittlungsform ist, immer ein Tauschgeschäft irgendwie versucht, das Prinzip von Leistung und Gegenleistung aufrechtzuerhalten. Sondern zu sagen, genau, wir sind in einem leistungsfreien Selbstwert. Was braucht es gerade? Wie können wir uns organisieren? Das vielleicht so als der größere utopische 2048 gesponnene Rahmen, in dem ich mir vorstellen kann, ja, wir werden ganz andere Beziehungen führen. Auch mal ganz kurz was zu meiner Utopie. Ich in meiner Utopie da sehe eine Zukunft, in der Kinder von klein auf lernen, gut miteinander umzugehen und wo Schule etwas ganz anderes als heute. Und im Chat steht was Schönes. Dir macht viel Hoffnung für 2048, dass ich jetzt schon, also vor 28 Jahren jetzt, schon viel häufiger Kinder erlebe, die auf eine gute Art miteinander verbunden sind und die Konflikte gut reagieren. Und jetzt in 2048, da ist es noch mal anders geworden. Da gehen schon die Kinder anders miteinander um. Verbunden. Ja, noch mal darauf eingehen, vielleicht, wie sind wir dazu eigentlich gekommen, wo wir jetzt in 2048 sind? Welche Schritte haben dahin geführt? Da muss auch 10 Minuten für nehmen. Gerade kommt eine Frage, was sagt ihr zu einer Utopie mit 4-Stunden-Woche? Falls ihr darauf eingehen wollt. Also wenn die 4-Stunden-Woche sich auf nicht pro Tag, sondern auf einer Woche sozusagen bezieht, würde ich sagen, ist das auch ungefähr einhergehend mit dem, was wir ökologisch überhaupt noch machen dürfen. 2019 im Juli ist eine Studie rausgekommen im KIT, wo es geschaut wurde eben, wie CO2-intensiv das ist, was wir so an Lohnarbeit verrichten. Und nur kurz und knapp eben, wir quantitativ erstmal uns fragen sollten, okay, was braucht es eigentlich wirklich? Und dann qualitativ eben mal umverteilen. Und nicht so komische Konzepte von Vollzeit muss 40 Stunden sein oder so etwas weiterhin haben, was natürlich unglaublich entspannt doch ist. Ich habe gemerkt, dass viele Konflikte auch deswegen passieren, weil Menschen 40 Stunden in der Woche Lohnarbeit nachgehen müssen, vollkommen gestresst, im Druck und so weiter und so fort. Und 40 Stunden, dabei bleibt es ja nicht. Schattenarbeit hat es Ivan Illich oder Marianne Gronemeyer genannt, die wir noch leisten, um überhaupt arbeitsfähig zu sein letztendlich und so weiter und so fort. Kurz und knapp, also auch da nur der Punkt vielleicht gemacht, merke ich, dass danach so eine Konsumrolle da sein muss. Also auch eines der wirklich schwierigen Punkte, dass ich additiv vielleicht mich irgendwie engagiere oder Ehrenamt ausführe oder. Aber wenn es irgendwie zu stressig dann doch wird auf der Arbeit, lasse ich das natürlich wegfallen. Damit können wir kaum emanzipatorische Strukturen schaffen. Deswegen vielleicht eine Frage damit auch nicht beantwortet, aber einen Impuls hineingegeben, wie das dann klappen kann bis 2048, indem wir versuchen, aus meiner Perspektive unter anderem dem, wie wir heute die Vorstellung von Lohnarbeit haben, eine Absage erteilen und eben nicht additiv Commons schaffen. Lan hat das gerade ja nochmal deutlich gemacht, was ich als Gegenteil von Eigentum erstmal so ganz lapidar bezeichnen würde. Und dementsprechend, wenn wir schaffen, eben mehr Commons-Strukturen zu schaffen, nicht mehr auf so viel Lohnarbeit angewiesen wären. Also es wird ja unter anderem immer wieder das bedingungslose Grundeinkommen stark gemacht. Auch eine spannende Idee, ganz wichtig, jetzt gerade auch in Zeiten von Corona, immer mehr diskutiert. Die Frage also, was würde passieren, wenn Geld keine Rolle spielt, wenn wir Tätigkeit von Existenz entkoppeln? Den meisten würde es logischerweise bewusst sein. Ich finde spannend die Idee, und das könnte auch ein Transformationsschritt sein, der eben doch vielleicht einfacher oder realistischer oder auch im Hier und Jetzt eben umsetzbarer ist, als sich noch lange zu streiten, sind es jetzt irgendwie 1.000 Euro, sind es 1.500 Euro pro Person, sind es 2.000 Euro pro Person, die wir dann erst kriegen und wieder den Umweg gehen, erst bekommen wir Geld, um damit das Eigentum anderer zu bezahlen, um dann unsere Bedürfnisse zu decken und Zugang zu dem zu haben, was wir brauchen, um existieren zu dürfen. Warum reden wir nicht von einem bedingungslosen Grundauskommen? Das heißt, wir im Grunde Zugänge bekommen zu dem, was wir brauchen. Und da können wir anfangen, hier und jetzt schon in Lebensbereichen wie den öffentlichen Nahverkehr. Natürlich soll der frei sein.
Das ist eine ganz einfache Forderung, die wir jetzt immer stärker machen können und damit immer mehr unser Geld befreites Leben organisieren können, um dann durch diese Commons-Räume, die geschaffen werden, uns von Lohnarbeit unabhängiger machen und damit mehr utopietaugliche Alternativen aufbauen können. Und so Schritt für Schritt eben weiter auch kämpfen, nicht nur für einen öffentlichen Nahverkehr, der natürlich frei ist, sondern die Frage auch, genau, Wohnraum, Häuser, denen, die drin wohnen, ist doch logisch. Wie denn sonst? Und so weiter und so fort, um nur so ein paar Punkte zu nennen. Ja, sehr cool, Tobi. Finde ich sehr schön alles. Also finde ich auch so, ich finde es auch sehr schön, Grundauskommen zu sagen, statt Grundeinkommen. Super, super cool. Also ich bin ja selbst, als ich eine Professur hatte, bin ich irgendwann auf eine halbe Professur gegangen und weil ich gemerkt habe tatsächlich, also mir macht viel von der Arbeit, hat mir totalen Spaß gemacht, aber ich komme jetzt zu nichts anderem mehr und ich bin die ganze Zeit in so einem Rad von nur noch schnell, schnell, schnell und es ist nie genug und es gibt gar nicht mehr irgendwas anderes in meinem Leben und habe dann eben auch angefangen, mir immer mehr Sachen zu kaufen, weil ich selber gar nicht mehr Zeit dafür hatte. Also abends schnell noch essen gehen, statt mir selber was zu essen zu machen, mein Fahrrad reparieren, auf keinen Fall, Knopf annehmen, keine Zeit und so, sondern immer mehr diese Sachen eben über Geld dann mir gekauft. Und ich bin dann auf eine halbe Professur gegangen, was ganz ungewöhnlich war. Also das Geld reicht, wenn ich mir meine Sachen wieder selber machen kann, eben gleichzeitig auch für mich selber putzen kann, ja, was ich als einen Teil meiner Selbstsorge erst wieder erlernen musste, von das nicht alles von mir abzutrennen und dass andere Menschen was für mich machen oder in dem Fall, ich habe einfach nicht mehr geputzt, sondern diese Selbstsorge wieder zu haben, diese Sachen alle selber machen zu können. Deswegen, ich glaube, dass es auch Teil davon ist, wieder sich selber mehr zu spüren, indem wir nicht die ganze Zeit über Geldwertlogiken nachdenken, sondern was brauchen wir eigentlich? Also und was macht mich wirklich glücklich? Ja, also muss ich irgendwie Schachtelflüge die ganze Zeit irgendwo hin haben oder was auch immer, sondern kann ich miteinander einfach mit mir selber auch wieder mehr in Kontakt kommen, indem ich Früchte sammle, meine Marmelade selber mache oder so. Und das heißt nicht, dass alle das machen müssen, aber kann ich gucken, was mich eigentlich genau glücklich macht eben und wodurch ich dann wieder mit mir und anderen auch verbunden sein könnte. Also finde ich total cool, also darüber nachzudenken, dass wir nicht so streiten, dass es 1.000 oder 1.200 Euro sind oder was auch immer, sondern können wir wieder in ein Leben eintreten, wo wir überhaupt spüren können, was wir brauchen, um überhaupt wieder anwesend zu sein eben. Und dann ist es auch ein Teil von mir, mich auch um Menschen, die gerade krank sind oder die Unterstützung brauchen, dass das ein Teil meines Lebens ist, da auch mit aktiv zu sein eben, ja, und nicht etwas, was ich irgendwie überlegen muss, kann ich das noch nebenher machen, weil ich muss ja noch so und so viel arbeiten, auch um Geld zu verdienen. Also, dass das alles nicht mehr so entfremdet ist, sondern dass es wieder mehr Kontakt mit mir hat. Also, fällt mir total gut. Danke. Ohne jetzt meine Redezeit durch die Motivation doch ein bisschen mehr zu reden, doch jetzt zu lange zu machen, mag ich nur hinweisen auf ein Buch von Friederike Habermann an der Stelle, Ausgetauscht, warum ein gutes Leben für alle Tauschlogik frei sein muss, wo sie auch eben darauf eingeht, Tausch ist Herrschaft. Und es wurde ja schon genannt, aber ich möchte einfach nochmal sagen, beide nämlich als PDF verfügbar, auch dieses After-Work-Buch, wo ich auch auf das Landen du gerade noch großartigerweise reingebracht hast, dass genau eigentlich Arbeit uns auch Zeit stiehlt, uns um uns selbst zu kümmern und dementsprechend wir auf einmal viel mehr Geld brauchen, um und so weiter und so fort wieder viel mehr arbeiten. Das ist ein unglaublicher Kreislauf, der doch immer weiter schneller, höher, besser, der Karriereleiter entlang kletternd in Probleme führt, definitiv. Genau. Beide Bücher als PDF verfügbar, muss gar nicht unbedingt. Also sage ich vor allem für mein Buch, was ich geschrieben habe, genau. Unter after-work-buch.de. Genau. Ja, ich möchte auch gerne ein paar Perspektiven noch zu diesem Thema dazulegen. Mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass wir unser Verständnis von Arbeit überdenken. Also die Wurzel von dem Wort Arbeit geht zurück auf ein Wort, das ursprünglich eben heißt Mühsal, Plackerei, etwas, wo wir aus Not gezwungen sind zu tun. Und das assoziieren wir mit Arbeit. Und für mich war es sehr heilsam zu erkennen, dass Arbeit oder aktiv sein, tätig sein, ein menschliches Grundbedürfnis ist. Und das ist für mich ein riesen blinder Fleck im heutigen Wirtschaftssystem, dass wir denken, Bedürfnisse ist das, was man mit Produkten und Dienstleistungen stillen kann. Und das stimmt einfach überhaupt nicht. Es ist ein ganz zentrales Grundbedürfnis von Menschen, dass ihre Gaben
sich ausdrücken dürfen und auch von der Welt gebraucht werden. Und da habe ich immer so ein bisschen ein Unwohlsein mit der Utopie des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich sehe total die Schönheit darin und die Macht und die Fähigkeit, Machtstrukturen auszuhebeln. Und da bin ich total ja. Und dann gibt es etwas, wo ich einen Schmerz spüre bei der Möglichkeit, dass noch mehr Menschen, in noch mehr Menschen die Botschaft zementiert wird, dass sie nicht gebraucht werden und dass ihre Arbeit nicht gebraucht wird und ihr Beitrag nicht gebraucht wird und ihre Talente nicht gebraucht werden, was wir jetzt schon haben und was irgendwie dann nochmal mehr bestätigt würde. Nach dem Motto, es reicht völlig, wenn ihr konsumiert und zu mehr brauchen wir euch nicht. Es ist jetzt überspitzt und da gibt es aber was, wo es so super einklingt in die Logik des jetzigen Kapitalismus. Und das wollte ich einfach auch noch dazulegen. Ich sehne mich nach einer Welt, wo der Wunsch nach einer wirklich sinnerfüllten, verbundenen Tätigkeit wieder ganz natürlich ein Teil des Lebens ist und anerkannt wird als menschliches Grundbedürfnis und wir einen großen Fokus haben auf Potenzialentfaltung. Und ja, ich finde es schön, wenn wir Freiräume schaffen können, wo Leute sagen können, ich möchte einfach einen Freiraum haben, um ja, was auch immer, und das ermöglicht wird. Und für mich fühlt es sich noch viel kraftvoller an zu sagen, es gibt da richtig Potenzialentfaltungscenter, die Menschen darin unterstützen, wirklich das zu finden, was sie geben wollen, weil die meisten Leute sich ja gar nicht mehr trauen, die glauben ja gar nicht, dass sie irgendwas zu geben haben. Und dann ist es so kraftvoll, wenn man sagt, ja, ich sehe das und ich unterstütze das und ich will das. Und da gibt es einfach dann Geld, was dafür fließt, damit du das machen kannst. Und solange wir noch Geld haben. Und ich finde es natürlich auch ganz wunderbar, mich in eine Utopie ohne Geld reinzudenken. Aber ich gucke jetzt, wie kommen wir da hin? Also mich gehört dieses Arbeit-Neudenken da rein. Und da gehört für mich auch rein, eben klar, das von Lohnarbeit zu entkoppeln und wieder zu sehen, dass die wirklich wichtigen Arbeiten, das sind heilige Arbeiten, das ist diese Care-Arbeit, die niemals würde ich für Geld ein Kind großziehen. Das kann niemand mir so viel zahlen. Und kein Lohn wäre groß genug. Oder, also das ist einfach, das sind heilige Tätigkeiten. Und dass wir alle einfach, und dann natürlich auch die sogenannte Drecksarbeit. Ich verwende da gerne das Bild von Ballaststoffen. Also wenn wir Zucker essen in einer Frucht, dann kommt die ja mit Nährstoffen und Ballaststoffen und dann ist Zucker total gesund. Und wenn wir, ganz kurz noch das fertig, und wenn wir nur den Zucker essen, was wir im Kapitalismus ständig machen, dann werden wir krank, weil es dem Körper eben die Ballaststoffe und die Nährstoffe entzieht. Oder die Nährstoffe entzieht in dem Fall. Und die Ballaststoffe ist eben das selber sauber machen oder selber Gemüse anbauen oder diese ganze sogenannte Drecksarbeit, die uns ja fehlt. Also ja, das wollte ich einfach noch dazulegen. Vielleicht nochmal so andere Perspektiven dazu. Ja, danke schön. Vielleicht kann das passieren. Und andererseits kam jetzt gerade ein zwei spannende Kommentare dazu. Das eine war bedingungsloses Grundeinkommen. Sag ich mal, wertet Arbeit nicht ab, sondern eher auf. Ich denke mal, das ist was darauf ankommt, wie die Menschen das sehen. Ja? Und auch, dass es einfach verschiedene Arten von Arbeit gibt, wo Menschen sich nützlich fühlen können. Sorgearbeit, kulturelle Arbeit, politische Arbeit, Gesellschaft gestalten. Ja, und wo dann wiederum neue Arten von Beziehungen entstehen. Und ich merke gerade, wir haben jetzt schon halb. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach 5 Minuten länger, um es jetzt zu einem runden Abschluss zu bekommen. Ja, jetzt sind ganz viele tolle Aspekte aufgekommen, dass wir das Verständnis von Arbeit verändern, Tätigkeit von Existenz entkoppeln, wie auch immer. Jedenfalls ja, würde ich uns einladen, mal wieder in die Zeitmaschine zu hüpfen, die auf 2020 zu drehen. Und wieder zurückzureisen durch die Jahre, bis wir wieder im Jetzt ankommen. Ja, okay. Dann würde ich noch eine kurze Abschlussrunde einladen. Was habt ihr jetzt noch Wichtiges zu sagen? Was nehmt ihr mit? Was ist vorher eure Fazit, eure Zusammenfassung für jetzt?
die Erkenntnisse, interessanten Themen nehmt ihr mit. Für mich war zum Beispiel das mit dem Grundauskommen neu. Dankeschön. Mich mal damit beschäftigen, mit dieser Idee. Ja, ich nehme mit, es ist total cool, dass euch kennengelernt zu haben, Tobi und Vivian und Manuela, also kennengelernt, aber dass wir in so eine kleine, angefangen haben, in so eine kleine Diskussion zu gehen, wo ich merke, oh, es gibt ganz viele Punkte, über die würde ich gerne sehr viel länger diskutieren und das aber total cool ist, dass wir uns so kurz an Punkten begegnet sind. Und ich nehme auch neue Begriffe mit und finde diese Begriffe super wichtig, um neue Perspektiven auf die Welt zu haben. Und nimm es nochmal stärker mit, diesen Wunsch, nicht irgendwas einfach stehen zu lassen als Begriffe auch. Also nichts einfach nur zu denken, ah ja, das muss neu bewertet werden, wie Arbeit oder Liebesbeziehung oder sowas, sondern dass ich das wichtig finde, alles, was ich denke, das ist ja klar, das gibt es. Für mich immer nochmal neu zu hinterfragen und welche Normen sind da drin und warum benutze ich diese Begriffe und wie kann ich es in allen Sachen schaffen, mir selbstliebend zu begegnen und selbstliebend eben in diesem umfassenden Sinne von zu Diskriminierungen hinzugucken und zu versuchen, mich zu verändern und mir selber da respektvoll zu begegnen und mich zu verbinden. Also das nehme ich nochmal auch sehr mit aus diesen Diskussionen mit allen neuen Begriffen oder den Versuch, Begriffe nochmal neu umzudeuten und aber mein Wunsch, der ist nochmal sehr empowered worden durch die Diskussion von nichts hinzunehmen, sondern eher hinzugucken und mir im Jetzt zu begegnen und nicht auf die Zukunft zu warten, sondern im Jetzt ein Leben zu leben, was ich respektvoll und angemessen fühle und finde. Vielen Dank euch fürs gemeinsame Diskutieren. Ich darf auch ganz viel mitnehmen und bin da ganz dankbar. Vor allem deswegen möchte ich jetzt gar nicht inhaltlich viel nochmal sagen, was ich mitnehme, sondern eher so eine, genau, ein Gefühl der Dankbarkeit, der in gewissem Maß auf Verbundenheit, trotz der Entfernung und vor allem dann mitnehmende Vorfreude auf hoffentlich ein persönliches Treffen irgendwie mal. Genau, um das nochmal doch zu vertiefen, weil das ist dann doch der Punkt. Also Beziehungen nur digital sind dann doch nicht ganz so verbindungsstörungsfrei sozusagen, aus wirklich als auch anders. Genau, da freue ich mich drauf und danke euch von Herzen für die Einladung und für das gemeinsame sich auf die Suche machen. Ja, ich nehme mal wieder eine Dankbarkeit mit dafür, dass wir schon so viele sind, die scheinbar völlig unabhängig voneinander in ganz ähnliche Richtungen forschen und denken und schreiben und sprechen. Das macht mir immer sehr viel Mut, wenn ich merke, dass Menschen, mit denen ich noch nie ein Wort gewechselt habe und die vielleicht auch ganz andere Inspirationsquellen haben, dann doch zu ganz ähnlichen Schlüssen kommen, vielleicht andere Sprache dafür verwenden. Und dennoch habe ich gemerkt, dass wir einen großen gemeinsamen Nenner haben. Und dann nehme ich auch mit eine Frustration, die ich aus Podien kenne, weshalb ich eigentlich keine Podienfreundin bin, dass genau die Punkte, wo es wirklich interessant wäre, dafür reicht ein Podium nicht, in diese Tiefe zu gehen. Und ja, das ist im Wesen des Podiums. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass wir bestimmte Punkte aufgemacht haben, die nicht abgeschlossen wurden und die jetzt einfach so weiter wirken dürfen. Und dafür bin ich dankbar. Ja, ich nehme auf jeden Fall auch ganz viel Inspiration mit. Es kamen noch einige ganz tolle Fragen im Chat zu Automobil und Verbundenheit. Und sind wir, wie du schon sagst, wir sind nicht mehr dazu gekommen. Ja, ich denke mal, das war absehbar. Und ich sehe viel Dankbarkeit mit und Inspiration zum weiteren Beschäftigen mit solchen Themen. Und ich hoffe, dass das auch die Zuschauer und HörerInnen so geht. Ja, dann vielen Dank euch und uns allen. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hiermit. Bleiben wir noch kurz online. Tschüss!
Tschüss.